In diesem Land, in dieser Region sind wir gewachsen, haben unsere Träume verwirklicht, entwickeln uns jede Minute weiter, erkennen die Zeichen der Zeit, setzen auf Innovation und Forschung, sind uns unserer Verantwortung bewusst. Unsere Produkte, unsere Ideen sind unser Kapital. Wir, die Industrie unseres Landes. 31 Bahnkilometer liegen zwischen Schopron und Ebenfurth. Die Strecke der Raberbahn in Österreich. Seit über 135 Jahren gibt es die Gesellschaft bereits. Im Jahr 1872 sanktionierte Kaiser Franz Josef die Konzession zum Bau und Betrieb einer Lokomotiveisenbahn. Das vorrangige Ziel war es, die Beförderung von Getreide in erster Linie nach Wien zu erleichtern. Initiiert von Baron Viktor Erlanger war dies die Geburtsstunde der heutigen Raab-Ödenburg-Ebenfurther Eisenbahn, bekannter unter der Kurzbezeichnung Raberbahn. Nach dem Ersten Weltkrieg ergab sich für die Gesellschaft durch die Friedensverträge von Saint-Germain und Trianon bedingt eine neue Grenzziehung. Seitdem erstreckt sich das Betriebsgebiet der Raberbahn auf die Staatsgebiete zweier Länder, nämlich Österreich und Ungarn. Die Raberbahn ist laut Kundmachung des österreichischen Staates im Jahr 1923 eine österreichische Privatbahn. Dr. Sekai ist seit 20 Jahren für die Raberbahn tätig. Seit dieser Zeit wurde das gesamte Streckennetz stark modernisiert und ausgebaut. Der erste Tag war sehr einprägsam. Ich bin nämlich mit dem Zug angereist und in Wulker-Brodersdorf von einer Abordnung des Betriebsrates empfangen worden, die mich sehr, sehr geheimnisvoll grinsend angeblickt haben. Und ich hatte ein Band zu durchschneiden mit einer Schere. Und es stellte sich heraus, dass dieses Band kein Band war, sondern ein Draht, den man mit einer Schere normalerweise nicht durchschneiden kann. Und die Überraschung für den Betriebsrat war, dass ich es mit Mühe zwar aber geschafft habe, mit einer einfachen Schere den Draht durchzuschneiden, was ich glaube psychologisch ein guter Einstand war für meinen Beginn der Raberbahn. Ab 1959 nahm der Güterverkehr Ungarn-Österreich rasch zu. Der Oberbau der Strecke wurde den UIC-Normen entsprechend ausgeführt, wodurch auf der gesamten Strecke Fahrzeuge mit einem Achsdruck von 22,5 Tonnen zum Einsatz gelangen. Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung der Raberbahn. Das muss ich schon sagen, weil wenn ich denke, wie ich gekommen bin, sind Dampfloks gefahren. Jetzt fahren Triebfahrzeuge modernster Art. Dann das nächste ist die Sicherungseinrichtungen. Die sind ja damals katastrophal gewesen. Es waren ja keine vorhanden. Heute sind sie ja einmalig. Ja, die Entwicklung, dass unsere Bahn eigentlich zur europäischen Bahn wurde, mit dem, dass ich von Anfang hier war bis jetzt, also muss ich sagen, das ist phänomenal. Die Gesamtlänge der von der Raberbahn in Österreich und Ungarn betriebenen Strecke beträgt 509 Kilometer. 2015 hatte die Raberbahn auf ihrer eigenen und der von ihr betriebenen Strecke der Neusiedlerseebahn insgesamt über 1,6 Millionen Reisende. Die Anzahl der Reisenden auf der Strecke der Raberbahn und der Neusiedlerseebahn steigt kontinuierlich an. Die größte Fehlannahme der Raberbahn gegenüber ist diese Einschätzung einer, ich denke oft an Piroschka-Eisenbahn. Also es hat dieses Image irgendwo so in Ungarn, in der Pusta, gemächlich dahinfahrend. Und das ist eine dieser Images, die manche nett finden, ich kriege Schweißausbrüche. Im Infrastrukturbereich expandiert die Gesellschaft bereits seit 2002.
Damals übernahm sie die Betriebsführung für die Strecke Schopron-Schombathey. Ja, Stefan, das war dann der aktualisierte Plan vom Radfahrstrecken. Wenige Jahre später folgte der Abschnitt Schombathey-St. Gotthard. Zuletzt wurden Strecken zur Betriebsführung in Ungarn Ende 2011 übernommen. Also die Raberbahn, denke ich, ist sehr wichtig für die Region. Wir bauen heuer den letzten Bahnhof um, den Bahnhof Baumgartner. Dann sind wir eigentlich auf der gesamten Strecke barrierefrei. Und anhand von den Fahrgastzahlen, denke ich mal, wird das auch sehr gut angenommen. Es hat sich so eingependelt, dass ich in den Zug einsteige, hänge die Jacke auf, sitze mich nieder, nehme die Tasche, da ist meine Morgenzeitung drin, dann lese ich die Zeitung. Das Verkehrsaufkommen steigt und mit ihm die Anforderungen an den modernen Bahnverkehr. Schnell muss die Verbindung sein, pünktlich und absolut sicher. Wie gesagt, also das Unternehmen gibt es seit 1872. Es ist schon sehr lange Zeit und ich denke mal, wir haben bis jetzt eigentlich genug unternommen, dass die Strecke attraktiv bleibt für die Fahrgäste und dass es sicher auch noch lange geben wird, wie auch die Fahrgastzahlen belegen. Von 2012 bis 2015 hat die Neusiedler Seebahn die Anzahl der Reisenden um über 43.000 Personen gesteigert. Die Anzahl der Reisenden auf der Raberbahnstrecke ist von 2012 bis 2015 um 65.500 Personen gestiegen. Im Lokoverkehr waren 2014 auf den österreichischen und ungarischen Strecken der Raberbahn Gütertransporte mit gesamt 4.212.755 Tonnen unterwegs. Die Eisenbahn der Gegenwart und der Zukunft ist ein hochtechnischer Beruf geworden, Berufsgruppe geworden. Jeder, der sich für eine Arbeit bei der Raberbahn einmal interessiert, dem würde ich empfehlen, in zwei Richtungen nachzudenken. Einerseits Internationalität und Sprachen. Die Raberbahn ist und bleibt eine grenzüberschreitende Eisenbahn. Und wenn wir es mit Deutsch und Ungarisch nicht schaffen, werden wir es halt in Zukunft vor allem mit Englisch schaffen. Das ist das eine. Zweitens Interesse für Betriebswirtschaft, kaufmännische Abläufe und drittens ein ganzes Bündel von Technologiekenntnissen. Wenn Sie sich einen Führerstand anschauen, so erinnert der mehr an einen PC als eine Lokomotive alten Stils. Wenn die neue Garnitur kommt, dann kann man sich das so vorstellen, dass schon ein Aufwand betrieben wird, um diese einzuweihen, aber nicht in extremen Maße wie bei Schiffstaufen. Ich gestatte mir aufgrund der leichten Verspätung, die wir eingefahren haben, die Begrüßungen blockweise vorzunehmen. Wir danken dir für den Triebwagen Ventus, das heute seine Bestimmung übergeben wird. Die neuen Garnituren der Type Siemens Desiro Mainline sind ein Teil dieser von mir angesprochenen Zukunftsstrategie. Die Raberbahn muss sich darauf einstellen, dass sie in Zukunft stärker im Wettbewerb mit anderen Eisenbahnen tätig sein wird. Der neue Desiro Mainline bietet eine variable, niederflurig angelegte Sitzlandschaft sowie großzügig gestaltete Einstiegs- und Übergangsbereiche, ein attraktives, innovatives Design mit barrierefreien Einstiegen und höchstem Fahrkomfort.
Seit Herbst 2016 sind die neuen Siemens Desiro Mainline-Triebwagen im Nordburgenland bis nach Wien unterwegs. Das Investitionsvolumen für die neuen Triebwagen lag bei 32 Millionen Euro. Die Niederflurgarnituren bieten neben dem bequemen, barrierefreien Einstieg ein großzügiges Raumgefühl mit Komfort und Sicherheit. Der Beruf, also die Leitung der Rababahn, war insofern dann eine Versöhnung mit mir selbst. Es hat der ungarische Teil, mit dem ich oft in meinem Leben nichts anfangen konnte, bekam dann Bedeutung. Sowohl also beruflich, managementmäßig, aber auch irgendwie emotionell. Für einen Jugendlichen hier in der Firma zu arbeiten, ist, weil die Möglichkeiten bestehen, man kann sich weiterbilden, wenn man will. Wenn man natürlich nicht will, dann hat man die Chance, beim Oberbau zu arbeiten. Aber ansonsten gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel unter Umständen Fahrdienstleiter, vielleicht auch, wenn er studiert hat, in die Streckenleitung oder als technischer Arbeiter. Dann gibt es den E-Dienst, den Sicherungsdienst. Also die Möglichkeiten sind sehr groß. Also ich wünsche eigentlich jungen Leuten, dass sie eigentlich genug Jobmöglichkeiten haben und dass sie auch wirklich einen Job finden, wo sie sich verwirklichen können. Und ich denke mir mal, wenn man in der Früh aufsteht und man gerne in die Arbeit fährt, dann hat man eigentlich alles erreicht, was man will. Man ist bei der Rababahn wirklich schon ein Familienmitglied und nicht eine Nummer wie in einem Großunternehmen. Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich darauf hinwirken, ich versuche es auch teilweise, aber mit äußerst bescheidenem Erfolg, junge Menschen zu entkrampfen.